Naja, ich bin ein sehr politischer Mensch, also das bleibe ich. Ich bin ein Politschädel, kannst du gar nicht aussuchen. Der eine sammelt Briefmarken, weiß auch nicht ganz warum, aber es liegt ihm halt. Ich glaube, für mich ist das alles Politik. Jeder Kindergeburtstag, jede Hochzeit läuft immer ein politisches Rasterfahndungsprogramm jetzt fragen die Leute, geht da die Politik ab? Nein. Warum nicht? Ja, weil ich zum Beispiel heute hier sprechen darf. Das ist ein zutiefst politischer Akt, aber nicht parteipolitisch. Gestern war ich am Vorkongress über sozialen Wohnbau. Wunderbares Thema. Ich bin kein voller Experte, mache da überall ein bisschen Niki Lauda, Experte für alles, aber dann doch nicht zu jedem Thema, sondern frage mich schon, kann ich was beitragen? Wenn ich es kühl habe, ja, dann bin ich dabei. Morgen in der Früh fliege ich eben zum Beispiel nach Südafrika, bin dort eingeladen, mit der Deutschen Naumann Stiftung 4 afrikanische Parteien zu begleiten im Capacity Building, Leadership, Aufbau von Good Governance in Afrika, alles Themen, die wir brauchen können auf der Welt. Ich mache immer dasselbe, egal ob als Papa, Autor, Unternehmensgründer, Startup-Mensch, Parteigründer, Parlamentarier, Keynote. Es geht immer um Entfaltung, immer um Flügelheben. Wir sind wunderbare Geschöpfe, schöpferische Wesen. Das Leben lädt uns ein zur Entfaltung. Und da will ich Gärtner sein. Düngen, ein bisschen Rahmenbedingungen mitschrauben, dass das gute, wahre, schöne Fett in die Entfaltung kommt. That's it. Gerne mehr zu diesen Gedankengängen in meinem Buch Sei Pilot, sei Pilotin deines Lebens. Derzeit draußen. Großer Zuspruch, das freut mich sehr. Bin auch unterwegs mit Keynotes dazu, Termine auf strolz.eu. Öffentliche sind jeweils dort gelistet. Da gibt es welche mit Eintritt, dann gibt es aber auch immer welche ohne Eintritt. Das ist mir auch wichtig. Gibt es Ehrenamtliche, wo wir sammeln für Hilfsprojekte. Zucki Hilfsprojekt, Claudia Stöckl und ihr Team, wir sammeln Geld für Kinder in Kalkutta, die auf der Straße sind, die im Müll herumstochern müssen, weil sie halt in dieser Situation geboren sind. Und Zucki organisiert hier Kinderdorfschule, also so, dass diese jungen Menschen auch besser in die Faltung kommen können.